Hat man grundsätzlich jetzt durch Corona weniger Krebsfälle insgesamt diagnostiziert? Das ist eine sehr wichtige Frage. Was wir gesehen haben, insbesondere in der ersten Corona-Welle, ist die Vorsorge massiv zurückgegangen. Warum ist sie zurückgegangen? Einerseits durch die Ängste und Sorgen der Patientinnen und Patienten über den Kontakt in den Ordinationen. Und andererseits sind natürlich in der ersten Welle auch Versorgungsmängel gewesen, wo wir keine Schutzmaßnahmen hatten, die Ordinationen geschlossen waren. Und da hatten wir einen massiven Einbruch, was die Brustkrebsvorsorge, die Darmkrebsvorsorge belangt. Hier haben wir deutlich gelernt, das hat sich nicht wiederholt in den nächsten Wellen. Aber das wird sicherlich ein Ereignis sein, wenn wir im Report schauen, -15% Darmkrebsvorsorge, -10% Brustkrebsvorsorge. Das wird uns sicherlich in den nächsten Jahren einholen. Also sprich, kann es durchaus sein, dass einmal eine Welle kommt, sozusagen. Es kann durchaus sein, dass eine Welle kommt und insbesondere eine Welle, wo wir Krebserkrankungen einfach zu einem späteren Stadium diagnostizieren. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn umso früher wir Krebserkrankungen diagnostizieren, umso besser ist die Prognose, umso später wir sie diagnostizieren, umso schwieriger wird die Diagnose.